Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Dipbox von Rapstar. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Dip von Rapstar, so sieht das Ganze aus. Wir werden mal die Folie abmachen, um uns das Ganze im Detail anzusehen. Es wurde höchste Zeit für ein neues Album, denn das letzte Album ist schon etwas her. Wenn wir uns erinnern, das letzte Album war dieses hier und das kam im Jahr 2015, somit schon um die 4 Jahre her. Kleine Info am Rande, ich glaube, wir werden niemanden im Bereich Deutschrap finden, der so effizient, so kurze Albumtitel verwendet wie Rapstar. Also an dieser Stelle echt bemerkenswert. Wir haben hier eine schwarze Box. Auf der Vorderseite, auf diesem Boxcover, haben wir Rapstar abgebildet, zweimal. Einmal hier so in Rückenansicht und einmal hier im Profil das Gesicht aus der Nähe. Und was auffällt, sind natürlich hier diese rot-braunen Augen. Rapstar ja früher immer mit Kontaktlinsen unterwegs, aber jetzt scheinbar hier ja so rot eingefärbt. Vielleicht sind es auch Kontaktlinsen, ich weiß es um ehrlich zu sein nicht. Hier unten haben wir dann Rapstar Dip stehen. Spannenderweise dieser Punkt hier etwas weit entfernt. Keine Ahnung, ob das Absicht ist. Hier auf der Seite lesen wir groß Rapstar, unten schwarz, rechts Rapstar, oben schwarz. Und auf der Rückseite haben wir dann passend zum Albumtitel jede Menge Dip, also hier rote Soße, voraussichtlich Ketchup. Und dann haben wir die Infos über den Boxinhalt. Dip Album, Instrumental CD, T-Shirt in der Größe L, Wendeposter, Stickerset und handsignierte Autogrammkarte. Darunter haben wir noch die Credits und einen Barcode. Schön, dass mal wieder Instrumentals dabei sind. Sind ja aktuell in den heutigen Boxen sehr selten. So, dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal ein Shirt, dann die Instrumentals, das Album an sich, das die Autogrammkarte natürlich, dann Sticker, 2 Stück und natürlich das Poster. Von innen die Box glatt weiß. Machen das Ganze mal wieder zu. So, und nachdem hier diverse Artikel noch in Folie sind, einmal das Shirt, dann das Album, und einmal die Instrumentals. Immer so eine Sache, ja, aber jetzt. So. Gut, nachdem wir die ganze Folie erledigt haben, würde ich sagen, wenn wir sie dann erledigt haben, so, jetzt, wir starten wie immer mit dem Album an sich. So, wir haben hier das Cover, wie auch schon auf der Box. Das Ganze kommt in einem regulären Jewelcase. Hier dieser Spalt, dieser Streifen auf der Seite ist glatt in schwarz gehalten. Rapstar Dip. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben hier 2 Features auf 14 Tracks. Ein Feature von PA Sports und ein Feature von 40 Crowns. Credits und Barcode. Dann schauen wir mal hinein. Als erstes kommen wir zum Booklet. So, was haben wir hier? Wir haben hier die Infos zu den einzelnen Tracks. Also, wer hat hier gerappt, wer hat hier produziert? Eine Aufnahme von Rapstar. Weitere Fotos und weitere Infos. Also hier wirklich jeder Track angeführt mit den Infos. Dann, oh, das ist cool.
Also, wir haben hier einmal einen Songtext zu dem Track Jason Park. Okay. Und dann noch zu Deep. Also zwei Tracks hat man sich hier herausgepickt. Und dann gibt es noch einen zu Surf. Ja, auf der einen Seite muss ich sagen, feiere ich das, dass man hier Texte reinpackt. Machen mehrere Künstler genau so, nämlich dass man hier wirklich nur zwei, drei Highlight-Tracks oder irgendwelche Tracks, die einem persönlich am Herzen liegen, einpackt, aber eben nicht alle. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es natürlich besser, als wenn gar keine drin sind, aber wenn man damit anfängt, dann wäre ich schon dafür, dass man alle Tracks hier reinpackt und wirklich die Lyrics hier veröffentlicht. Aber ja, drei sind besser als gar keiner. Und zum Abschluss haben wir dann hier noch die Credits zum Album. Wer hier beteiligt war, Mixing, Mastering etc. Sehr schön. Und auf der letzten Seite sehen wir noch das hier. Das könnte man eventuell hier so als Wendy-Cover reinpacken. Rapstar und ein Haufen Dip. Jawohl. Dann kommen wir zur CD. Die sieht so aus in Schwarz und Weiß. Dip Rapstar lesen wir hier. Und auf der Rückseite haben wir auch wieder einen schwarzen Hintergrund mit einer roten Flasche, die Dip verbreitet. Instrumentals haben wir dabei, Gott sei Dank. Wir haben hier Instrumentals in einem Digisleeve. Und auf der Rückseite haben wir hier wieder die Credits, keine Tracklist. Aber ich gehe mal davon aus, mir wäre jetzt kein Skit oder irgendwas aufgefallen, dass wir auch hier 14 Tracks vorfinden werden. Wie gesagt, die kommen in einer Papphülle. Dann haben wir mit dabei Sticker, zwei Stück an der Zahl. Einmal diesen hier, quadratisch, Dip mit dieser Flasche. Und dann haben wir diesen hier, Dip, Dip, Dip im Kreis. Also zwei Sticker, einer quadratisch, einer kreisförmig. Eine Autogrammkarte ist ebenfalls mit dabei. Im Hochformat. Hier haben wir Rapstar, der sich gerade den Kragen seiner Jacke aufstellt. Und hier spannenderweise über den Kopf, also hier wirklich auf der Stirn, unterschrieben mit schwarzem Stift. Sieht so aus, als wäre dem Stift hier so ein bisschen die Energie ausgegangen am Ende. Rapstar lesen wir hier. Rückseite blank weiß. So muss das sein. Sehr schön. Dann kommen wir zum Poster. Sieht das aus? Hier einmal Rapstar in weißem Shirt und einer Collegejacke. Es ist ja, Collegejacke. Ist die Frage, so eine dünne Jacke eben. Das dürfte 1 zu 1 die sein vom Cover hier, denn wir sehen hier auch schon so einen grünen Schriftzug, so einen grünen Stick. Also hier im Hochformat und auf der Rückseite dann entsprechend im Querformat. Und hier sehen die Augen dann fast schon etwas lila bzw. pink aus, magenta. Sehr interessant auf jeden Fall. Also, doppelseitiges Poster, einmal im Querformat und einmal im Hochformat. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch ein Shirt. So sieht das aus. Also wir haben hier ein komplett schwarzes Shirt mit weißem Brustaufdruck. Hier lesen wir Rapstar, Rapstar zweimal. Sieht echt gut aus, so 3D-mäßig bisschen. Und dann haben wir hier noch eine Zeile aus seinem Track. Gib mir die Sauce, gib mir die Sauce, gib mir die Tipps, Tipps, Tipps. Und darunter, das sieht man auch selten auf einem Shirt, hat man hier echt die Credits drauf gemacht. Also, Warner Music Group Germany. Interessant. Rückseite ist blank schwarz, kein Neckprint, kein Backprint. Und wir haben es zu tun mit einem B&C exakt 190 in der Größe L. Und das Ganze ist in diesem Fall 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Und zwar haben wir hier einmal das eben gezeigte Shirt, Größe L, ein Poster beidseitig bedruckt,
einmal im Querformat, einmal im Hochformat. Dann die Autogrammkarte im Hochformat, die beiden Sticker hier, einmal kreisförmig, einmal quadratisch. Die Instrumentals zum Album, sowie natürlich das Album an sich mit insgesamt 14 Tracks und 2 Features. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box Deep von Rapstar. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Rapstar unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.